Mein Name ist Philipp Amelung, ich bin Dirigent und Universitätsmusikdirektor an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen und ich bin begeistert von neuen musikalischen, innovativen Projekten. Ich habe vor einiger Zeit die Musik von Friedrich Sixten kennengelernt. Daneben habe ich schon immer die Wallander-Romane von Henning Mankell sehr geliebt und ich habe intuitiv das Gefühl gehabt, diese beiden gehören zusammen. Das war für mich Grund und auch Motivation, eine Oper über die Romanfigur Kurt Wallander ins Leben zu rufen und zu produzieren. Tübingen, Stadt der Dichter und Denker, der Wissenschaft und Kulturhochburg in der Region. Hier trifft das Projekt Wallander Oper auf Literatur- und Musikliebhaber. Philipp Amelung hat in den Städten Üstadt und Tübingen bereits erste starke Partner gefunden. Aufmerksam geworden bin ich auf das Projekt durch Herrn Amelung, dem Universitätsmusikdirektor, mit dem wir sowieso eine sehr enge Zusammenarbeit haben. Wir arbeiten in verschiedenen Projekten gemeinsam mit ihm zusammen. Wir kennen Herrn Amelung sehr gut und schätzen ihn sehr, und er kam auf uns zu und hat uns das Musikprojekt vorgestellt, von dem wir gleich begeistert waren. Was mich an den Roman so angesprochen hat, war die Schilderung der Atmosphäre. Und ich würde mir sehr wünschen, dass das am Ende auf der Opernbühne dann zu sehen ist. Ich sehe die Herausforderung und das Potenzial, eine Art neues Genre, eine Kriminaloper zu entwickeln. Als jemand, der auch für Förderung von Kunst und Kultur zuständig ist, ist man ja immer sehr erfreut, wenn man ganz neue Perspektiven auf ein Thema bekommt oder neue Zusammenspiele entwickeln kann. Und dieses Projekt ist außergewöhnlich, weil es eben ein ganz neues Genre aufgreift, eine Klassik verbindet mit der Literatur auf eine interessante Weise. Tübingen ist eine Literaturstadt auch. Das macht es für Tübingen ungemein interessant, die großen Kunstrichtungen, die hier vereint sind und wo man auch ein Publikum hat, Literatur und Musik miteinander zu verbinden. I strongly believe that music is the base of everything. When I was very, very young, I thought that I will also be a musician, but I understood quite early on that I will never be so good as I would like to be. And then I had, in a way, to change instrument from playing an instrument to the instrument symbolically the pen. In dem Gespräch mit Henning Mankell zu erkennen, dass wir die Leidenschaft zur Musik teilen, war für mich eine sehr schöne Erfahrung. Wir haben in Tübingen eine reichhaltige Musiklandschaft und das Innovative an dem Projekt ist allerdings die große, außergewöhnliche Netzwerkarbeit, auch im Zusammenspiel mit der Universität. Wir arbeiten in dem Projekt interdisziplinär zusammen mit der Skandinavistik, mit der Germanistik, mit dem Zentrum eben für Medienkompetenz, der Medienwissenschaft. Das bedeutet, hier sind ganz viele Abteilungen involviert. Und für eine Universität ist es immer wichtig, international aufgestellt zu sein. Und die Wallander-Oper wird ja in Istadt aufgeführt und soll dann an mehreren Orten wiederholt werden. Das heißt, sie geht auf Wanderschaft. Und mit diesem Projekt ist gewährleistet, dass in anderen Teilen dieser Welt Menschen die Universität Tübingen zur Kenntnis nehmen. Und vor allem in dem Fall auch im Bereich der Lehre. Insofern hat das Pioniercharakter und das kann für eine Universität nur spannend sein. I believe that in an opera, of course, you can talk about anything. Eines der ganz großen Ziele dieses Projektes ist es ja, aus einem sehr populären Stoff, der über Romane und auch über das Fernsehen schon bekannt gemacht wurde, über Filme bekannt gemacht wurde, eine Oper zu machen. Das bedeutet, hier wird ein Stoff auch transportiert über die Grenzen einzelner Medien und Zielgruppen hinweg. Das ist ein Medienwechsel, das interessiert uns sehr in theoretischer wie in praktischer Hinsicht. Do you like the idea that the opera will start when your last Wallander book ends? It's a good idea. That shows that you are going your own way. What I really think is that you are standing in front of the same challenge as the people who are doing TV and films
based upon my novels, to find your own way in relation to the media you will be using, that is the opera, to find your way to use these stories. So I really think that you should use my novel as a sort of trampoline that you use to get into the water. Es war für mich sehr inspirierend, mit Henning Mankel über seine Romanfigur zu sprechen und er durch sein Interesse uns gezeigt hat, dass er das Projekt unterstützt und uns auf dem Weg hin zur fertigen Oper alles Gute wünscht.